Hallo und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Yesterday Origins, wo wir in der letzten Folge sehr ausführlich mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem Typen geredet haben, der uns hier in dieses Kloster geholfen hat. Jetzt erkenne ich diesen Typen auch wieder. Es ist der Typ, der, mit dem wir zu Anfang waren, nämlich dieser von der Inquisition gejagt. So. Wohin gehen wir als nächstes hin? Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben hin. Good morning, Father Ezekiel. The day appreciates the epithet, but doesn't deserve it. What happened? Did you know that Queen Isabella is coming tomorrow to see my printing press in action? And in just 1 hour, I must perform a trial before Brother Hines, here, in this very workshop. No. Nobody ever informs us Razophores. Well, there will be no trial. Somebody stole all my letter E-types. Huh? I won't call for him. He's always so busy, he won't even remember. Maybe you just misplaced the letters. I heard about a condition called lystexia that... I never make mistakes. The letter thief, in all his clumsiness, tore his habit on one of the pins of the printing press. Ein Riss. Okay. Verbliebenes E. You said they stole all letters except one, right? Yes. One was stuck in the mold and I haven't had the time to pull it out. Here, in case it helps you find the rest. So sehen die also aus. Okay. Do you have any idea who the thief could be? I only know it's not me. Rest could all be guilty. I suppose Father Remigio is above all suspicion. It's not easy for our prior. Caught between those radical observance and the knowledge that progress is good for the community. If it was him, rough times await us all. What if this is lay brother Ursus's doing? He would only do such a thing following Brother Hines's instructions. Poor Ursus. It's as if someone had removed his free will. What if Turibio did it? Could be. That radical observant disapproves of everything I do, although he is a coward. Would he dare to do something like that? What about Giuseppe? He's the Abbey's greatest prankster, no doubt. And he's been missing all morning. I'm sure he's up to no good. Du bleibst ganz still und dann wird dir klar, dass die Eltern, so selbst sie gestohlen haben sollte, nur sehr schwer wiederzufinden sein werden. I don't think it's him, but could it be Father Hines? I doubt it. He supported me all along. Although the printing press would put an end to his privileges as master copyist. So who knows? What if I did it? Okay. Act like you're confessing. Father Ezekiel, I confess. I stole all your letters. Brother Iago, you're as bad at acting as you are noble in spirit. Father Diego can't stand you. Another fanatic. But his excessive observance of the rule of St. Francis has kept him far from the baths since last spring. My workshop would still reek of his nauseating stench. Meine Frage, mir ist das gerade so nebenbei aufgefallen. Ist das ein, nicht ein Klo, das ist doch auch ein Kloster, so. Und die haben all diese Klostergarderoben und diese Halbglatze auf dem Hinterkopf, so. Aber, beziehungsweise er, habe ich jetzt gesehen. Ist das ein Kloster, wo die an Satan glauben? Weil es gibt auch Kloster, die an Gott glauben. Aber irgendwie bin ich sehr überzeugt, dass sie eher an das Böse glauben. Das ist irgendwie seltsam. Ich check dieses Kloster noch nicht so ganz. Weil der eine hat einen Rosenkranz und das Rosenkranz steht ja für Gott. Oh Gott, dieses Kloster verwirrt mich hier irgendwie total. How did you get a printing press? The inventor, my friend Johannes, sent it to me. I worked with him during my European travels years ago. He was going to send it to Segovia, but I convinced him by saying I would make the most of it, that I would show it to important people, which won't happen tomorrow if the Queen arrives and I print Isabella and Ferdinand, monarchs of Spain.
Why do you want to test it with Father Hines? As master copyist, he must approve quality of all printed materials. But that won't happen now. The meeting is in less than an hour, and I don't have letters E. I won't call for him. He's always so busy, he won't even remember. How did you get Her Majesty to visit the Abbey? Ever since my friend Johannes invented it, the printing press has enchanted nobles and commoners alike. And the Queen is no exception. Being aware of this fact, and after receiving approval from our abbot, I sent her a missive stating that Santa Brigida housed the first printing press in Spain. Now I wish I'd never had the nerve. You could try writing without the letter E. I could write an entire book. Oh yeah? Please start. Thank God Almighty for visitors arriving on this day at the Holy Catholic Sanctum that is Santa Brigida. Ha! You said the! What exactly are those types you say were stolen? They're small metal letters that I place in line. When pressed against the paper, they print the ink. Do you oppose those who practice a strict observance of the rule of Saint Francis? Not at all. They are the ones who oppose common sense, which is the tool our good Lord gave man to aid in his survival. Diego, Toribio, and all of those loonies want to take us back into the Dark Ages. We're in the 15th century, for crying out loud. Kommt mir bekannt vor, in der Realität. Wie gewisse Parteien gerne Deutschland in dieses rückständige Land verwandeln wollen, ne? You are a man of science. Isn't that somehow at odds with faith? Science is the study of divine creation. How could it be at odds with faith? What is at odds with almost everything is human understanding that never manages to grasp the meaning of our good Lord or his creation. That's what science is for, to enlighten our understanding and bring us closer to God. Is Father Hines closer to you or to the observance? It's hard to say. On the one hand, he helps me with my research. On the other, he praises useless fanatics like Toribio. But Father Hines is an intelligent man. I'm sure he knows what he's doing. Jetzt fragen wir mal nach der geheimen Bibliothek. Obwohl Ezekiel dein Freund ist, möchtest du Bruder Jeans lieber nicht hintergehen und verraten, wo du letzte Nacht warst. Did you know that sometimes I have the strangest dreams? In fact, I dreamt that I was in a secret library within the monastery. Do you have any idea where that kind of library would be if it were real? No. Although if I had more information, we could deduce its hypothetical location. Who knows? Sometimes the Lord uses dreams to remind us of things we don't know we know. Danke für den Tipp. Jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen hier um. Was haben wir denn da? Was ist das denn für ein Ding? Du fragst dich, was das für eine Röhre ist. That is a periscope, invented by my friend Johannes and yours truly. Inside there are two mirrors that, placed at 45 degree angles, allow the user to see without being seen. Unfortunately, one of the mirrors broke several days ago, and I haven't had the time to replace it. Please, take it. And if you manage to fix it, all the better. Damit kann ich wahrscheinlich gleich in dieses eine Loch da reingucken. Das ist sehr, sehr gut. Okay, hier gibt es sonst nichts mehr. Okay. Beziehungsweise durch das Fenster durchzuschauen, das ist sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ein vortrefflicher Metallpolierer. Gütiger Himmel. Was soll das denn bringen? Holz zu polieren. Diese Schleifsteine sind von Metall gemacht. Der Kompass ist auch so schon scharf genug. Ach, es ist ein Kompass. Okay. Was haben wir hier noch alles? Okay, hier kann ich nichts machen. Bruder Ezekiels Werkbank. Von allen Werkzeugen auf der Werkzeug entscheidest du dich für das Beitel. Kann man gebrauchen.
Für Spital? Heißt das nicht Beil? A beauty, isn't she? To think that a few miserable letters are going to make her look bad in front of the Queen. Hm. Ah, Moment. A metal plate, previously inked after hitting it with leather balls. Okay. Wenn du den Hebel ziehst, senkt sich der mittlere Teil hinab. Das Blatt Papier ist zwischen den Lettern und der Tinte eingeklemmt, wodurch dann der Druck entsteht. That's where the types or letters go. Was ist das hier? That's where you put the paper you want to print on. It folds the sheet and moves it forward. Aha, okay. Kann ich noch weiter nach? Nee, kann ich nicht, okay. So. Okay, ich kann nichts mehr machen. Dann gehen wir mal raus hier. Dann gehen wir mal nach links. Du durchsuchst das gesamte Kloster nach der Tür zur geheimen Bibliothek. Leider ohne Erfolg. Hm. Warte mal, ich würde gerne was ausprobieren. Tolle Idee, wenn das Periskop funktionieren würde. Okay. Damit könntest du sehen, ohne gesehen zu werden, wenn nicht ein Spiegel fehlen würde. Hm. Es fehlt also ein Spiegel. Du schaust dir die ganze Sache genau mit dem Periskop an, findest aber nichts von Interesse. Du schaust... Okay. Statue. Heinrich III., genannt der Kränkliche, geboren in Burgos, König von Kastilien. In Kirchen fand er etwas mehr als christliche Pietät. Kann ich runter? Ne, kann ich nicht. Okay. Ist ja noch was zu entdecken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ne, dann gehe ich jetzt mal hier rein. Jetzt bräuchtest du das hier in Spiegel. Sie läutet, wenn Bruder Jeans nach Tobi ruft, seinem Lieblingsschüler. Das Seil kommt durch ein Loch in der Wand, das Jeans zum Studienzimmer führt. Okay, hatte ich schon. Warte, hier ist was. Kann ich auch nicht anklicken? Ne. Ich kann es irgendwie nicht anklicken. So, hier ist nichts. Kann ich nicht einfach einen neuen Spiegel irgendwie herstellen? Bücherregal. May I take some books from the shelf? Absolutely not. It's time to write. Not to read. Ach. Ich jetzt mal hier rein. Regarding Ezekiel's printing press trial? Einmal überlegst du, ob du Genians anlügen und ihm sagen sollst, Ezekiel wollte ihm zeigen, wie die Druckerpresse funktioniert. Du solltest was tun, wenn Genians von deiner Lüge erzürnt zurückkehren und womöglich noch bevor du den Schlüssel zur Geheimbibliothek an dich nehmen kannst.
Yes. Oh, nothing. I'm just nervous, that's all. I hope it works. I really couldn't care less, to be honest. The books I'm interested in will never be printed. Although, it does indeed spark my curiosity. Hm. Ja, das ist natürlich die Frage, was machen wir, ne? Ich durchsuche nochmal das Kloster. Von der Optimus ist des jüngsten Entdeckungen befeuert zu werden, zu haben, als sich auf ihn verlässt, kehrst du zurück. Ah, schön, schöner Humor, muss ich schon sagen. Gefällt mir sehr gut. E für Enrique, der spanischen Schreibweise von Heinrich. Du kennst dich aus, Bruder Iago. Huch. Moment. Nein, das wollte ich nicht. So, bin aus dem Bild rausgegangen. Was wollte ich jetzt? Das hier wollte ich. Genau. Kann ich auch nicht machen. Okay. Ich teste hier erstmal alles. So. Da bin ich gerade aus Versehen mit meinem Monster aus dem Bildschirm rausgegangen. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe nochmal nach oben. Ich schaue mir mal kurz an. Seine Augen. Seine Augen sprühen vor Entschlossenheit, während seine Brille und die dunklen Augenränder vor langen Nächten voller Arbeit zeugen. Ein Moment mal, warum trägt er denn nicht seine Brille? Ah. Du hast ihn noch nie ohne seinen Werkzeuggürtel gesehen. Er trägt ihn selbst zur Messe und im Offizium. Ein Skandal für den orthodoxen Mönche. In seinen eigenen Worten, ich zeige mich dem Herrn, wie ich bin, als Mann, der in seiner Werkstatt gehört, als Handwerker, der auf seinem ewig in seinen Diensten steht. So. Kann ich auf seine Brille ansprechen? I think it's the first time I see you working without your specs. That's my fault. When I saw that the letters E were missing, I searched the entire workshop. I was so nervous that I accidentally tossed them out the window. Okay. Aber hier ist die Brille, die liegt doch hier. Don't touch any of that. I beg you. If I can't... Die Brille liegt doch hier, glaube ich. Hier. Seltsam. Er hat sie aus dem Fenster geworfen? Ein kalter Luftzug kommt vom Fenster. Seltsam. Es ist okay, sich keine Lösung hat einfallen lassen. Du steckst deinen Kopf hinaus und schaust nach unten. Ja, du kannst die Brille sehen. Zum Glück ist die Brille nicht nach unten auf den Boden gefallen. Zu schade, dass du nicht herankommst. Ja, zu toll. Jetzt muss ich versuchen, die Brille daraus zu kriegen. Aber ich habe nicht den geeigneten Gegenstand dafür. Da ist ein Seil. Warte mal. Du durchsuchst die diversen Utensilien und findest ein Seil. Du schießt jetzt dann Seil zu borgen. Jawohl. Kann ich jetzt auch rausgucken? Und das Seil. Du bindest dir das Seil um die Taille und... Yay, wir haben die Brille. So. Die Brille, die für Ezekiel alles extra vergrößert. Ein Blick durch die Brille enthüllt dir nichts, was... Du schaust mit der Brille, entdeckt jedoch nichts. Hm.
Ein Brief enthüllt dir nichts. Okay. So. The letter thief, in all his clumsiness, tore his habit on one of the pins of the printing press. Also, was hat er? Eine Litton? Moment. Kann ich ihm seine Brille wiedergeben? Vielleicht ist er mir dankbar dafür. Bruder Ezekiel hat gesagt, du kannst alles in deinem Business finden. Okay. Okay. Und er hat sich hier irgendwo was rausgerissen. Schauen wir uns mal gut um. Das ist durch die Frage, wie kommen wir weiter? Spiel kann ich wohl nicht speichern, oder? Nope. Was, welchen Spielstand kann ich denn laden? Okay, da, bis dahin habe ich gespeichert. Okay, würde ich sagen. Ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.